Mehr als 2000 Straßen in Deutschland tragen seinen Namen und über 50 Plätze. Es gibt Goethe-Schulen, Goethe-Denkmäler und Goethe-Museen. Nicht nur in Deutschland. Sein Bild findet sich auf Fächern, Tassen und T-Shirts. Es gibt ihn als Salzstreuer und Plastikpüppchen. Johann Wolfgang Goethe ist Jurist, Minister, Theaterdirektor, Naturwissenschaftler und weltbekannter deutscher Dichter. Er lebt in einer Zeit gesellschaftlicher, politischer und technischer Revolutionen, die die Welt verändern werden. Goethes Leben ist exemplarisch für diesen Epochenbruch, den wir in der Zeit um 1800 feststellen können, der Aufbruch in die Moderne. Während Goethe noch mit der Kutsche reist, fährt 3 Jahre nach seinem Tod die erste Eisenbahn. Über 2 Dinge schreibt er besonders häufig. Die Liebe ist für Goethe ganz zentral. Das ist sicher ein ganz zentrales Thema und das andere ist die Natur. Diese Themen machen Goethe schon früh berühmt. Er ist beliebt, begehrt und wohlhabend. Doch auch er kennt Phasen voller Einsamkeit und Trauer. Er ist ein ziemlich zerrissener Mensch. Jemand, der immer wieder gegen die dunklen Seiten in ihm selber angekämpft hat und das ziemlich gut geschafft hat. Frankfurt am Main, großer Hirschgraben, Haus zu den 3 Leiern. Hier wird Johann Wolfgang Goethe am 28. August 1749 geboren. Die Goethes sind reiche und angesehene Frankfurter Bürger. Der Vater ist Jurist, muss aber nicht mehr arbeiten. Er verwaltet sein Vermögen und kümmert sich intensiv um die Erziehung seiner Kinder. Ein strenger Vater. Goethes Mutter dagegen ist freundlich und humorvoll. Die Mutter ist sehr wichtig. Sie ist ja wesentlich jünger gewesen als sein Vater und im Alter näher dem Sohn als dem Vater. Und da gibt es so eine gewisse Koalition zwischen Mutter und Sohn gegenüber dem strengen Vater. Der organisiert in der heimischen Bibliothek den Unterricht für Johann Wolfgang und dessen jüngere Schwester Cornelia. Die beiden waren ja die einzigen überlebenden Kinder. Die hatten viele jüngere Geschwister, die aber alle im Kindesalter verstorben sind. Und die beiden haben sehr viel miteinander zu tun gehabt. In der Situation, dass sie eben nicht in die Schule gingen, sondern zu Hause unterrichtet wurden, waren sie sich eigentlich die wichtigsten Lerngefährten. Gemeinsam erhalten sie Unterricht in Musik, Zeichnen, Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen. Das fängt mit Latein und Griechisch an, geht dann selbstverständlich mit Französisch weiter. Und dann war sein Vater so modern, dass er ihm auch Englisch hat beibringen lassen. Italienisch hat er auch mitgekriegt. Das wurde mehr seiner Schwester unterrichtet, aber das hat er mit aufgeschnappt. Und am Ende hat er dann gesagt, jetzt möchte ich aber auch noch Hebräisch lernen. Goethe ist neugierig und wissensdurstig, interessiert sich aber auch für Dinge, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben.